Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Schminkkorb. Ich habe mich heute fertig gemacht mit euch zusammen. Meine Haare sind natürlich luftgetrocknet, wie eigentlich immer, weil ich gar keinen Bock auf Haare habe oder sonst was. Aber wir fangen an mit meinem Schminkkorb-Review. Und ich habe mich auch für neue Produkte entschieden. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich mit was ich benutzt hatte. Wir starten direkt mit Fenty Beauty Gloss. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist wunderbar, wenn man einfach einen schönen, leicht metallischen Gloss haben will. Der ist wirklich richtig... Warum habe ich Lippenstift an der Nase? Richtig, richtig toll. Ich liebe ihn. Ich kann ihn euch absolut ans Herz legen. Der ist richtig, richtig toll. Absolute große Liebe. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich stolze Besitzerin bin. Der Weiße würde mich auch noch interessieren. Der etwas ins Goldstichige. Da wirken wahrscheinlich meine Zähne ein bisschen unschön. Aber der ist richtig klasse. Den behalte ich auf jeden Fall. Und den Weißen könnte ich mir noch angucken. Aber im Moment habe ich einfach genug Lipglosse da. Und ja, möchte mich erstmal durch meine eigenen testen, bevor ich wieder neue Glosse kaufe. Dann hatte ich drei Paletten im Schminkkörbchen. Einmal die Too Faced Sweet Peach. Die habe ich, glaube ich, zweimal auch benutzt gehabt. Ganz tolle Palette, mag ich. Die Pigmentierung ist nicht ganz so stark, muss ich sagen. Es ist eher so ein nudiger, ja, die von der Jahreszeit und sowas passt es eigentlich in Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Also jede Jahreszeit, weil halt von allem etwas drin ist. Erinnert mich ein bisschen an die Run to von Urban Decay. Tolle Farben. Mag die Pigmentierung auch, weil es ein bisschen eben leichter ist und nicht ganz so. Also kommt immer darauf an, auf die Farben. Ich liebe die Too Faced. Ich hätte gerne noch die Semi-Sweet. Dann wäre ich ein ganz, ganz glückliche. Also die Semi-Sweet. Falls jemand sie verkauft oder sowas, schreibt mich gerne an. Too Faced Chocolate Bar Semi-Sweet. Genau, die hätte ich noch gerne in meiner Kollektion. Da wäre ich happy. Dann habe ich heute meinen Look mit euch zusammen kreiert mit der Jeffree Star Thirsty Palette. Wirklich eine wunderschöne Sommerpalette. Ich finde aber auch die dunklen Töne schön für den Herbst. Wenn man die drei hier wegmacht, dann hat man halt nicht mehr so knallig oder sage ich mal vier. Dann ist es eher eine neutrale Palette und das feiere ich immer an Paletten, weil ich dann selber entscheiden kann, möchte ich jetzt einen knalligen Look oder eher was Dezentes. Heute habe ich mich für etwas, ja, Dezentes, Knalliges, also knallig auf den Lippen und auf den Nägeln und mein BH ist pink. Ich glaube, ich muss das Oberteil irgendwie anders da kombinieren. Mit einem Blazer oder sowas, dass man den BH nicht so sieht. Das mag ich nicht so. Die Farben sind ein bisschen schwierig zu handeln. Ich finde, die krümeln einfach runter irgendwann. Und man hat es dann überall, wirklich überall, an den Möpsen und überall. Aber wenn man vorher halt eben die Augen schminkt und danach Make-up aufträgt, kann man das Fallout gut wegwischen. Und wenn man auch in die Farben geht, dann gleich ansprühen und dann aufs Auge. Und ein bisschen ist es verurteilt zu creasen, weil es halt einfach eine tolle cremige Konsistenz ist. Es ist in Ordnung. Ich meine, tolle, tolle Palette und ich bin ganz, ganz stolze Besitzerin. Wieder eine Jeffree Star Palette, die ich gerne benutze. Also gerne benutze, weil sie einfach tolle Farben hat. Nicht, weil es unbedingt dieses Fallout gibt, wie jeder weiß, ne? Dann hatte ich noch die Morphe Palette, die habe ich kein einziges Mal benutzt, weil es einfach nicht so trist war. Ich wollte mich wirklich auf diese zwei Paletten fixieren. Ich habe mir sie ausgesucht, weil es einfach schön dunkle Töne gibt und ein paar, ja, so Pop of Color, was ich sehr, sehr gerne mag, weil ich dann einfach selber eben entscheiden kann, ob es ein knalliger Look wird oder nicht. Also die ist ganz, ganz toll, aber wie gesagt, in der Woche nicht benutzt. Dann als Foundation und als Blush- und Highlighter-Palette habe ich mir ja dieses Schätzchen hier rausgesucht. Das ist die Palette von BH Cosmetics, Blushing in Bali. Finde ich wunderschön. Ja, wunderschön, aber ich kann zum Beispiel ein... Verfluchte Kacke, sag ich euch. Kann zum Beispiel dieses Blush nicht benutzen, weil es einfach nicht zu meiner Hautfarbe. Vielleicht im Winter. Es ist einfach zu hell. Es ist einfach zu hell und die ganze... Es ist zu hell und man sieht einfach unschön aus. Aber diese zwei sind wunderschön. Vor allen Dingen der in der Mitte gefällt mir einfach gut. Und die zwei Highlighter, also die Palette lohnt sich schon, wenn man halt eben diese Farben tragen möchte.
Gut, dann hatte ich ja einige Make-ups drin. Mein Favorit war einfach, den ich am meisten benutzt habe, das Fresh and Fit Awake Make-up von Essence Healthy Glow. Finde ich wirklich wunderschön für den Sommer. Hat eine leichte Textur, wird so semi-matt, finde ich. Also wenn es ein bisschen auf der Haut liegt und ganz, ganz toll, gefällt mir super. Und werde ich auch nächste Woche mit reinnehmen, damit ich es einfach leer machen kann, weil es echt gut ist. Dann habe ich als Primer ein-, zweimal den NYX Honey Dewy Primer benutzt. Auch ein toller Primer, aber für die warmen Tage ist mir sowas einfach zu schwer. Mein Favorit ist da einfach der von Essence. Den werde ich jetzt einfach für den Herbst-Winter, für die Herbst-Winterzeit aufheben. Und ja, mag ich aber sehr gerne und darf auch in meinem Besitz bleiben. Dieses hier werde ich nächste Woche nochmal mit reinnehmen. Ich habe einfach nicht geschafft, das hier auszutesten. Wird einfach eine Foundation sein, eine leichte Textur und gut ist. Dann habe ich den Naked Skin Color Corrector ab und zu benutzt. Man muss ihn sehr, sehr gut ausblenden, weil wenn er im Innenwinkel an den kleinen Härchen hängen bleibt, hat man einfach einen dunkleren Augenwinkel als der Teint. Das sieht einfach unschön aus. Also ich würde das jetzt hellen Häutchen nicht empfehlen. Dann lieber den Becker Under Eye Primer oder einfach lassen. Einfach lassen und gut ist. Dann habe ich noch das Catrice Make-up Fixierspray benutzt. Nicht ganz so oft, weil mein Favorit einfach derzeitig das Pro Fix von Revolution ist. Es ist ein mattes Öl Control Fixing Spray. Es ist fast leer. Der Ehrgeiz hat mich einfach gepackt, das aufzubrauchen. Da ist wirklich nicht mehr viel drin. Also wenn es hinkommt, ist da noch so viel drin. Und diese zwei wandern auch nächste Woche dann rein. Deswegen finde ich gut. Das hier ist wirklich tatsächlich so ein bisschen dewy. Ich hoffe, ihr kennt das. Hat aber den ultra mega feinen Sprühnebel. Könnt ihr das sehen? Das ist so fein, das ist sehr, sehr schön und gefällt mir gut. Das kommt nächste Woche auch mit rein. Dann habe ich den Claudia Schiffer Eyeliner gehabt, zweimal aufgetragen, ist nichts für mich. Also der geht weiter. Ich dachte, den muss man anspitzen und habe den dann angespitzt und ja, war nicht so kluge. Und deswegen sollte man das lassen. Ich habe jetzt die Spitze mal entfernt. Und ja, kann jemand anderes sich daran erfreuen? Hier ist auch ein Anspitzer und auch ein Smudger dabei. Für mich ist das nichts. Ich benutze sehr, sehr selten Weiß jetzt auf der Wasserlinie, weil ich es einfach nicht schön finde. Und außerdem ist das sehr, sehr schnell verschwunden. Der wird ausgemistet. Was ich noch so die Woche benutzt hatte, ich hatte den hier drinnen, den habe ich nicht benutzt, weil der einfach zu trist war. Vielleicht nehme ich ihn nächste Woche einfach mit rein und probiere den mal mit einem anderen, weil dieses kühle Lila sieht einfach geil aus auf den Augen, wenn man dann noch so einen verrauchten Lidstrich macht und es sieht echt cool aus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ich zeige euch mal mein Schminkkörbchen, was ich nächste Woche mit reinnehmen möchte. Es scheint ein bisschen viel, ist es aber nicht. Palettentechnisch habe ich mich beschränkt auf zwei tatsächlich. Ich fange einfach an mit der Base, weil das steht hier alles oben drauf. Fixierungsspray wird erstmal also das Schminkkörbchen geht von heute, sag ich mal, also von morgen. Morgen ist Dienstag, bis entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Mal schauen, wie ich es schaffe. Freezing Spray von Catrice. Dann haben wir das Revolution Pro Fix. Das ist Öl Control. Davon habe ich noch eine Pulle, deswegen darf die aufgebraucht werden und ich finde es richtig gut. Gerade wenn man eben eine schwitzige Bar, also sehr schwitzt und es kontrolliert irgendwie doch. Also ich habe irgendwie ein gutes Gefühl damit und es ölt nicht so nach wie jetzt das hier. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen Glycerin oder was drin. Öl ist drin. Und Glycerin ist, glaube ich, auch drin. Ja, schön, Schatz. Da, ja, schön. Dann als Foundation nehme ich das hier wieder mit rein, weil ich es echt gut finde. Und ich habe noch ein paar Pullen und bin ganz glücklich, wenn die eine mal leer ist. Die hatte ich ja im Tauschpaket, die war eh schon halb leer. Und von daher darf sie jetzt auch gehen, weil ich nicht weiß, wie lange die hier offen ist. Dann habe ich ein Intensive Buttergloss von NYX mit reingenommen, weil es so eine kleine Größe ist. Und ich mag die Farbe richtig gerne. Und ich weiß, dass sie auch schnell kippen können, die von NYX. Trish Less ist das und die Nummer ist die Nummer gegen Kummer, keine Ahnung. Ich habe es auch in Full Size und die kleine darf einfach aufgebraucht werden. Dann habe ich den Naked Skin, Urban Decay Naked Skin Color Correcting in Peach nochmal mit reingenommen. Das ist in meiner Schublade, dann kann ich es immer benutzen.
Als Foundation nehme ich noch diese kleine Tube mit rein. Ich denke, das ist so ein Tages-Make-up und würde ganz gut zu mir passen. Und deswegen darf das jetzt einfach benutzt werden. Ich hoffe, das kann man gut einarbeiten und sieht ganz toll aus dann, wenn man so ein bisschen leichte, abgedeckte Stellen im Gesicht einfach hat. Gerade wegen meinen Rötungen. Das mag ich eigentlich nicht so, wenn die Rötungen dann so hervorkommen. Nur deswegen benutze ich eigentlich auch Make-up, dass das nicht ganz so unruhig alles aussieht. Dann habe ich Concealer, bleibt auch, bis der leer ist, weil ich den echt schlecht finde. Catrice Eyebrow Idol, das könnte ich eigentlich heute benutzen, habe ich noch nicht. Das geht immer schnell. Alleine benutze ich das Ding ungern, weil ich einfach, ich finde, das sieht komisch aus, wenn man das alleine benutzt. Als Sonnenschutz habe ich so ein kleines Tübchen von Avene drinne, weil meins von Lacombe leer ist. Und dann habe ich noch irgendwo nochmal so ein kleines Tübchen, glaube ich, Sonnenschutz irgendwo mal gehabt. Und ja, habe ja einiges so an Sonnenschutz drinne. Ansonsten werde ich einfach das hier benutzen, wenn das leer ist. Moment mal. Wo habe ich das jetzt hingebaut? Das da. Das finde ich nämlich echt nicht schlecht und gibt auch keinen weißen Schleier. Ist ein bisschen gelb, aber das hier als Sonnenschutz in der Woche und wenn das leer ist, dann nehme ich das hier. Dann habe ich zwei Monos mit reingenommen von Colourpop. Bill habe ich noch gar nicht benutzt. Ist so ein richtig schönes, habe ich euch ja gerade gezeigt, richtig schönes, ja, rauchiges Lila. Und dann möchte ich den Essence, der ist aus neuem Sortiment, benutzen. In der Farbe 11 Rich Beach. Wunderschöne Farbe, ich war noch gar nicht drin. Ne? Das ist so ein richtig schönes Altgold, könnte man sagen. Das ist auch, was ich heute auf den Lidern trage. Finde ich schön. Dann als Grundlage für meine Augen-Make-up soll es ein rosa Creme-Lidschatten werden von Maybelline. In der Farbe Rose Pink Gold 65. Als Mascara nutze ich gerne die Isle of Extreme Curl and Volumen in Türkis. Und, also schwarze Farbe, aber die Umverpackung ist Türkis. Als Bronzertropfen habe ich das hier von Love. Es ist Bronzing Drops und eigentlich auch sehr, sehr schön. Wenn man es dann verblendet, sieht es echt schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also wenn man das so schön einarbeitet, hat es einfach nur einen leichten Glow. So ein richtig schönes, leichtes Glow. Kann ich mir auch vorstellen, auf die Schlüsselbeine aufzutragen, weil es einfach sehr, sehr schön reflektiert und hat so einen leichten Selbstbräuner-Effekt. So, weiter geht's mit meinem Schminkkorb. Ich habe mir zwei Paletten ausgesucht. Einmal darf es die New Nude sein. Ich finde einfach in der Jahreszeit ist rosa und all möglichen Schnickschnack mit Glitzer und sowas. Ich möchte sie einfach auf Herz und Nieren austesten, wie sie ist. Sie gefällt mir einfach unheimlich gut, diese Palette. Wie gesagt, ich hatte sie mir ja zugelegt, hatte ich euch ja auch im Haul gezeigt. Ich finde sie wunderschön. Ich finde das, die Umverpackung wunderschön. Ich finde einfach, da hat sie sich echt Mühe gegeben. Und ich bin unglaublich glücklich, die Besitzerin von dieser New Nude sein. Die hat mir von Anfang an super gut gefallen. Und deswegen darf sie in meinen Schminkkorb. Und ja, ich möchte sie halt auf Herz und Nieren austesten. Genauso die Shane XO Palette. Das ist die Remix Palette. Da gibt es diese neutrale Seite, die es in der alten Palette gab, und einmal die bunte. Und genau aus diesem Grund habe ich sie mir einfach ausgesucht. So ein paar neutrale Farben austesten und kombinieren mit dem Monolidschatten und auch mit dem Paint Pot und einfach gucken, wie es dann wird. Dann habe ich mir noch zu guter Letzt ein The Body Shop Blusher ausgesucht, weil ich einfach finde, das ist eine unheimlich schöne orangene Farbe. Und ich bin ganz, ganz froh, sie testen zu dürfen und ja, feiere ich einfach sowas. Dann habe ich zwei Highlighter, einmal Wet n Wild, Crown of My Canopy, so sieht er aus. Das ist so ein kupferstichiger, habe ich heute auch drauf. Ich liebe diesen sommerlichen Glow. So, dann habe ich das hier.
wie gesagt, ist ein toller Topper. Ich würde das nicht nur an der höchsten Stelle, sondern so richtig schön in den Blush und Bronzer einarbeiten. Finde ich klasse. Möchte ich einfach weiterhin benutzen diese Woche. Und dann noch ein Radiant Light von Make-Up Revolution in Radiant Lights Glow. Unfassbar schöne Farbe. Das, genau das habe ich mir gewünscht. Das hab ich jetzt bekommen und finde es einfach unheimlich schön. Das ist so ein Goldbraun, aber ich würde eher so ein helles. Ihr seht ja, das ist einfach wunderschön, diese zwei Highlighter. Mein Sohn pfeift hier in der Gegend rum. Wunderschön und ich freue mich, nächste Woche den zu benutzen. Und für Blush und Highlight habe ich noch einen. Das ist Maybelline Blusher Palette. Die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und jetzt ist sie tatsächlich im Trash-Paket gewesen. Ich habe heute diesen Blush drauf. Und das ist einer der natürlichen. Und ich liebe sowas, wenn es natürlich ist. Aber ich liebe es auch, wenn es mal knallig ist. Und die kann, denke ich, schon was. Auch der Highlighter ist bestimmt gut pigmentiert. Ja, da sind so Glitzerpartikel. Keine Ahnung. Ich werde es diese Woche testen und euch dann nächstes Mal berichten. Und dann habe ich ganz viele Lippenstifte, die ich einfach tragen will, um zu gucken, wie sind die, gefallen sie mir, möchte ich sie weiterhin behalten oder dürfen sie aussortiert werden. Heute aktuell trage ich den von Manhattan. Den finde ich wunderschön. Wahrscheinlich darf der auch bleiben. Das ist eigentlich ein Pink, was ich finde nicht so bam in your face, gerade mit dem Lipgloss, finde ich schön. Dann haben wir einfach verschiedene Farben und das möchte ich euch dann reviewen, wenn es dann soweit ist, wenn ich sie eben benutzt habe. Ich hatte auch den pinken, Neon-Pinken drauf, absolut geile Farbe, feiere ich. Und die Maybellines kann ich tatsächlich tragen, die stinken nicht so. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Schminkkorb wieder, wenn ich euch das reviewe. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ihr Lieben.